Leute, was gibt's für uns? Dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute regnet es wieder Coins. Es gibt ein neues Bifurst Geil mit angepassten Price Ranges. Der Gegner ist Tabak. Freunde, was geht ab? Ja, freut mich hier zu sein bei Danny auf dem Kanal. Letztes Mal habe ich so eine dicke Packung bekommen. Heute darf es nicht auch wieder so enden. Es war geistig. Ja, sag ich. Ja, wer das Video nicht gesehen hat, checkt Tabaks Kanal ab. Ich weiß gar nicht, was war das? 7.1 oder so? Keine Ahnung. Seht ihr ja, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung folgt und auf seinen Kanal geht und einfach ein bisschen guckt. Ja, mal gucken, was heute so geht. Es kommt natürlich viel drauf an, was man für Spieler im Team hat. Und das entscheidet bei dem Format das Glück. Ihr kennt es. Die neue Price Ranges beim Captain 1,7 Millionen. Und bei jeder anderen Position im Team 120.000 Coins. Da kommen, glaube ich, so langsam echt gar keine Goldkarten mehr. Und auch gar keine normalen Special Cards, sondern wirklich nur krasse Special Cards. Heftige, teure Spieler. Die Teams werden richtig teuer. Und die Discards wahrscheinlich auch. Deswegen, ihr müsst mit den Likes auf jeden Fall eskalieren. Wir gehen auf das Team of the Year zu und zum Team of the Year kannst du auch nochmal ein Special geben, vielleicht mit einem garantierten Tod hier im Team oder. Je nachdem, wie sehr ihr eskaliert, wird es auf jeden Fall was Geiles geben. Danke für euren Support momentan. Geht es auf jeden Fall komplett ab in der FIFA-Community wieder. Die Leute sind heiß, die freuen sich aufs Tod, die haben Bock auf geile Videos, das freut mich. Und ja, Mann, bist du ready, den ersten Spieler abzuholen? Man kann den Captain nehmen, wann man möchte. Ich glaube, ich nehme ihn zum Start jetzt noch nicht. Ich bin ready, Bro. Ich bin bereit. Okay, erste Position würde ich sagen, ich nehme... Boah, ich bin voll am Überlegen. Ich nehme die hier einfach. 120k. Ja, wie auch das ist so krass, wo wir schon angekommen sind. Ja, ich nehme 120k, ist mir noch kein Ding. Und ich suche und ich finde die erste Seite... Bro, was da direkt für Brocken kommen, Mann. Ach du heilige Mutter, Mariah Carey. Bruder, das ist echt, also Price Ranges bei Bifurst Geil mittlerweile krank. Und ich freue mich, Bro, zum Toti, wenn es dann ist, dass dann ein paar Totis mal aufploppen, weißt du? Bro, ich sag wirklich, ne? Also auf dieser Position sind auf meiner Seite die Besten der Besten sind dabei. Also hier sind auch ein paar dabei, die jetzt nicht die allerkrassesten sind, aber wirklich auf dieser Position die Besten, die man sich vorher hätte denken können, die sind hier auch mit am Start und die kannst du mir jetzt theoretisch geben. Das wäre ganz köstlich. Ich kann mir vorstellen, wir sind vielleicht auf der gleichen Seite, man weiß es nicht. Ich gebe dir, pass auf, Danny, erstmal gebe ich dir mal die... Boah, ist egal. Ich gebe dir die 2. Okay. Wird jetzt auch wissen, gerne Games. Wissen, ob wir auf der gleichen Seite sind. Aber na, die 2 ist bei mir nicht so schlecht eigentlich. Das ist ja der Schlechteste auf der Seite. Aber es wäre ja dumm, wenn ich dir den Schlechten gegeben hätte, dann hättest du mir gesagt, ja, nimm du dir auch die 2. Weißt du, vielleicht falls wir auf derselben Seite sind, würdest du den feiern, der auf der 3 ist, und dann gönne ich ihn dir. Okay, nimm mich mit, komm. Passt. Haben wir jetzt auf derselben oder nicht? Nee, ich glaube nicht ganz. Leute, ganz wichtig, bei meinem Partner Neva gibt es gerade eine richtig dicke Rabattaktion. Wie ihr wisst, kann man auf der Seite bei verschiedenen Anbietern kaufen und momentan gibt es 50 Euro PSN-Cards für 39 Euro. Das habe ich noch nie gesehen, das ist ein absolut unschlagbarer Preis. Bei anderen Anbietern liegt der Preis meistens so bei 42 Euro, das heißt schon ohne Rabattcode hat man hier einen Top-Preis. Hier lohnt es sich auf jeden Fall schnell zu sein, denn die PSN-Cards von einzelnen Anbietern können natürlich schnell ausverkauft sein. Der Link ist in der Beschreibung und es gibt noch den Code 50DEPSN, den ihr zusätzlich auf den Preis anwenden könnt. Und dann spart ihr nochmal einige weitere Euro, sodass ihr bei 37,43 Euro seid. Und wisst ihr, was diesmal besonders crazy ist? Selbst wenn der günstigste Anbieter ausverkauft ist, dann könnt ihr einfach die 50 Euro PSN-Cards für 42 Euro in den Warenkorb tun und den Code nutzen. Und ihr seht es direkt, der Preis ist auch hier bei 37,43, also auf den Cent genau das gleiche wie bei den anderen PSN-Cards. Diesmal ist es nämlich so eingestellt, dass solange der Code gilt, er alle PSN-Cards, die 50 Euro wert sind, auf unter 38 Euro setzen. Oder zumindest bei allen Anbietern, die teilnehmen, aber es nehmen echt relativ viele teil. Trotzdem solltet ihr auf jeden Fall schnell sein, weil der Code sehr schnell sold out sein kann. Also checkt den Link in der Videobeschreibung ab, gönnt euch die 50 Euro PSN-Cards. Zu diesem Preis macht man auf jeden Fall absolut nichts verkehrt und dann ist man auch schon ready fürs Team of the Year. Okay, wir kommen zur nächsten Position. Das ist, glaube ich, ein ehrlich fresher Spieler, den ich bekomme. Ich habe diese Karte noch nie gespielt, das feiere ich halt auch an dem Format, neue Karten kriegen. Ich hätte gerne auch auf der Position hier eine ganz neue Karte. So, und welche Formation hast du nochmal? 4-3-2-1, ne? Genau, 4-3-2-1, du? 4-3-3, die fünfte. Und ich nehme eine Position, die du gar nicht hast. Also das ist echt entspannt. Sehr wir können gut. Diesmal auf jeden Fall nicht auf der gleichen Seite sein. Und die Seite ist echt, die Seite sieht krass. Du kannst mir gar keinen schlechten geben. Jeder Spieler auf der Seite kostet mindestens 300.000 Münzen. Jeder einzelne kostet mindestens 300k. Okay, es sind auch nur 3 verschiedene, die dort aufgeploppt sind. Aber trotzdem. Bei mir erstmal Controller leer. Und das Ding ist, bei mir sind nur 2, die richtig gut sind, die würde ich richtig fühlen.
die sind quasi doppelt da. Das sind die Lümmel. Und ansonsten, ja, wird schwierig. Mal gucken. Naja. Ich gebe dir einfach mal die Nummer 6. Die 6. Und da habe ich, ich werde nicht verraten, wer es ist, aber Broski Spieler. Liebe Grüße an Gamer Brother. Das ist, Alter, was hat der Typ für krasse Stats, Freunde? Das ist ja, lol, was hat denn der für einen Boost bekommen? War okay, das jetzt einer von den Guten oder was jetzt? Ja, also wirklich auf den ersten Blick dachte ich nicht gut, aber der ist ja, der hat ja wahnsinnig geile Stats, egal. Wir gucken mal gleich, wie er sich spielen lässt. Ich gebe dir die 10, nimm sie. 10. Ja, also geiler Spieler, auch noch nicht gezockt. Das wird, glaube ich, ein wildes Team, wo ich keinen der Spieler so kenne, bisher gezockt habe. Mhm. Aber die Karten sind echt richtig, richtig fresh. Wir machen weiter. Nächste Position. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in diese Richtung erstmal. Und wir suchen 120k, Danny. Vamos! Und das sind Bretter. Richtig gute Bretter. Komm schon. Ja, ich bin echt am Überlegen, wo ich meinen Kapitän heute benutze. Sag ich dir ehrlich, aber ich benutze ihn jetzt noch nicht. Was sagt mir die Seite? Da kann bestimmt was, ja. Oh, das ist köstlich. Köstlich. Ich glaube, die hier ist OP. Goldkarte dabei, das schmeckt nicht. Naja. Komm, ich gebe als erstes die Zahl. Du hast mir vorhin die 10 gegeben, ich gebe dir jetzt die 10. Ah, Digga, du bist so am Fettfingern, Mann, Benny. Konzentrier dich doch mal. Ich gebe dir, ich gehe in dein Head rein und dein Head sagt mir die 4. Oh, ja, ich glaube, das ist die krasseste Karte auf der Seite. Echt jetzt? Scheiße. Ja, krasseste Karte, krasseste Version, alles drum und dran. Die nehme ich gerne. Ob die auf Chemie kommt? Doch, sogar auch schon Nationenlink hat die. Ach, stimmt. Ja, doch, da können wir arbeiten. Bei mir chemietechnisch echt noch nicht so wild, was ich gemacht habe. Also, es muss jetzt ein bisschen besser laufen gleich. Ja, man braucht viele Icons, aber. Ja, okay. Der kostet halt auch wieder fast eine 500.000, ne? Also, wirklich jeder Spieler bisher in diesem Team. Hat einen guten Preis. Also beim Discarden kann man nicht mal irgendwie am Ende hoffen, ja, bitte snipe der die Position oder die. Man hat nichts Günstiges im Team einfach. Also man darf nicht verlieren. Das ist einfach die Regel heute. Was nehme ich für eine Position? So, ich glaube, diese Position kann man auch fix mitnehmen. Zack. Okay. Ich bin bei der nächsten Position, die ist big. Ich mache erstmal noch nicht Kapitän. Ich mache, glaube ich, beim nächsten Mal Kapitän. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Also es ist absolut keiner dabei, wieder der unter 100k kostet. So ein, zwei, die so 120 kosten, aber dann auch wieder welche, die so 600, 300, 700, keine Ahnung was kosten. Also die Seiten sind krass und da ist nichts Günstiges mehr mit dabei. Wir haben echt so einen Price-Range erreicht, wo es ganz respektlos ist. Und wenn man noch mal höher geht, Leute, dann werden die beiden hier weg und die, dann werden nur noch so welche, die so 300k kosten. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Bro, bei mir sind zwei Spieler drauf. Da würde man denken, das ist schon mein Kapitän mäßig von Insel her. Deswegen gib mir einen von denen, das wäre gut. Ich brauche einen guten. Muss ich jetzt wissen, wo die sind? Ich würde dir ja gerne gönnen, aber schwer, ich gebe dir die 3. Da, sag doch Cristiano Ronaldo Nummer 7. Die 3, okay, nehme ich mit. Und dir gebe ich die Cristiano Ronaldo Nummer 7. Nimm sie mit. Boah, ich glaube, diese Karte ist heftig. Ich glaube, die ist heftig. Die bringt auch gut Chemie. Auch die habe ich noch gar nicht gespielt. Also das Team gefällt mir sehr. Sehr, sehr, sehr interessantes Team. Ich sag dir, bis jetzt hast du besseres Team als ich. Aber ich kann noch rausholen. Da kommt noch was. Kann gut sein, ja. Kann. Der Captain holt halt viel raus, ne? Ja. Da, wenn der Neuner so kriegt. Es ist Zeit für mein El Capitano, Freunde. Und ich gehe auf diese Position mit den Captain. Wir haben gesagt 1,7 Millionen, oder Danny? Mindestens 1,7 Millionen. Da kommen ehrlich nur Banger. Ich mach mal die Position hier einfach. 1,7 Millionen. Ich suche und ich finde meinen Capitano hoffentlich gleich. Bro, das sind so geile Spieler, Mann, Malaka. Ich werde absolut meine Niere hergeben müssen für diesen einen Spieler, der hier drauf ist. Ja, absolute krass, Niere. Krass, Digga. Krass, krass, krass. Was mir aber wirklich auffällt, wenn Leute auf der Seite sind, die nicht so krass teuer sind, dann haben die immer Preis genau 120. Also wenn man wirklich nochmal einmal höher geht, dann fallen auf jeder Seite alle günstigen weg, wenn sind wirklich nur noch teure da. Das ist halt wirklich also genau an dieser Grenze, gerade schon sehr geil, aber es sind noch ein paar dabei, die so okay sind. Aber noch einmal höher gehen, ist echt, dann brennt das Portemonnaie, Digga, dann brennt der Baum. Okay, du bist bei dem Captain, ne? Bist du zufrieden mit der Seite? Ich bin, also da sind echt ein paar gute dabei. Ich sag mal, so vier nur? Spieler, nee, vier Spieler sind richtig krank, wenn ich die bekomme. Und dann gibt es noch so zwei, drei, die sind okay und zwei, die sind nicht so crazy. Aber es sind eigentlich alle sind schon sehr stark. Also nicht falsch verstehen. Okay, also wer es wahrscheinlich die Striker-Position gesucht haben, also gehe ich jetzt einfach mal von aus, machen die meisten. Dann, was da wahrscheinlich aufploppt, ich kenne es ja selber, hab ja oft Striker gesucht.
Was du so wahrscheinlich so mittelmäßig findest, ist ein Henri. Was dir vielleicht nicht so gut gefällt, ist so ein Tevez. Ey! Der ist in meinem Handtrick. Was ist das? So, wo ist die Kamera? Die Frage ist nur, die guten Karten, die aufgefloppt sind. Das, also Mbappé wahrscheinlich und eventuell R9. Auf welcher Position? Auf welcher Position? Oh, CR7 hat doch auch eine Winter Wildcard. Die könnte auch noch da sein. Ja. Ich geb dir. Ah, komm, ich hätte richtig Bock drauf, dass du CR7 kriegen würdest, falls er da ist. Aber er wird niemals auf der 7 sein. Egal, ich geb dir 7. Ah, gib mir die 10. Da war einfach, ich kann es ja verraten. Da war ein Neymar, diese Winter Edition da. Also, versus Feuer da. Boah. Warte, ist das eine Stürmerkarte? Bist du bei Stürmer? Ja, der ist bei Stürmer hier. Und du gibst mir die 7. Nehme ich mit, habe ich noch nicht gespielt. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also, ist ein guter, aber jetzt kein crazy guter Kapitän. Dann gebe ich dir, Danny, die 1. Hatte ich noch nicht. Mitnehmen. Ja, passt. Passt auch für Chemie und so nicht verkehrt. Ich glaube, habe ich leider noch nicht. Aber besorge ich denn ganz fix. Alles klar, es geht auf jeden Fall voran. Halbes Team ist durch, Team ist schon sehr teuer. Aber ich glaube, ich gehe auch langsam zu dem Captain. Ich nehme eine von diesen beiden Positionen. Ich weiß nicht, welche von den beiden ich nehme heute. Mhm. Oh, hier links. Oh, da wusste ich schon, wer ungefähr kommt. Man weiß eh ungefähr, wer kommt. Also, ja. Ich kann ja sagen, meine beiden Positionen, du kannst ja nicht mehr nach Captain suchen. Ich habe linken Flügel offen, da wird auf jeden Fall Ronaldinho, Mbappé und Vinicius auf der Seite kommen. Und bei Mittelstürmer würde Eusebio, Cruyff und Pelé auf der Seite kommen. Okay. Das sind halt die Position so als Main haben. Wo ist linke Flügel? Eine Neymar-Karte von den neuen hat auch linke Flügel. Auf die hätte ich halt. Ja, ich glaube schon, ja. Neymar hat auf jeden Fall diese Thunderstruck-Karte da. Komm, ah, nee, was laber ich? Das Glück. War. Okay. Ja, dieser Eis und Feuer. Und Centurions hat er auch. Thunderstruck. Centurions war letztes Jahr, dieses Jahr ist Thunderstruck. So. Ja, okay, da war schon richtig, was du meintest. Ich gehe einfach in die Suche. Komm, mal gucken, was die Seite sagt. Bei mir ist echt stabil, Bro. Also, da sind die Neymars dabei. Die Neymars sind dabei und ich hätte übertrieben Bock auf sie. Okay, ich bin absolut gespannt, welche Zahlen Vinicius, ja. Es sind die ich ungefähr gesagt habe. Also wirklich genau die. Okay, pass auf, ich gebe dir deinen Spieler, okay? Mhm. Dein Spieler ist auf der 1, 2, 3, 4, 5. Ich versuche zu fühlen, wo der Neymar ist. Auf der 9 ist er. Nimm ihn. Nein, er auf der 10 gewesen. Er wäre auf der 10. Bei mir 9. war er auch auf der 10 vorhin. Ja, das ist crazy. Und auf der 6 auch. Okay, ich nehme die 9. Leute, ihr kennt die Regeln. Das heißt, zack. Gut, du hast auch gesucht, oder was? Ja. Bei mir sind auch eine wichtige Position, eine gute. Und ja, bei mir sind alle auf voller Chemie gerade. Welche Zahl hatten wir noch gar nicht bisher? Ich glaube, wir hatten noch nicht einmal die 4, oder? Glaube. Ja, die 6 hattest du auch nicht. 6 ja, oder 4? 4 an, oder? Komm, dann nehmen wir 6. Komm, wir nehmen 6. Echt? Nimmst du echt die 6? Ja. Okay, sehr gut. Aber die hatten wir wirklich noch nicht, die 6. Nimm ich mit. Mit wem wirst du sehr viel Spaß haben, sag ich schon mal so, wie es ist. Ich? Kleiner Keeper oder was? Da will ich Spaß haben. Ja, bestimmt. Es bleibt dabei, kein einziger Spiel ist bei mir schlecht. Wie gesagt, ich habe volle Chemie bisher. Das könnte hast du komplett volle Chemie bis jetzt? Ja, komplett. Von jeder 3 von 3. So, ich bin auf dem nächsten. Boah, die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterhin volle Chemie habe. Ich glaube, vielleicht hat sogar jeder hiervon auch weiterhin volle Chemie. Weiß nicht. Das Gute ist, ich habe vor der Aufnahme einen Kaffee getrunken, Freunde. Ich bin on fire. Ich bin jetzt da. Danny, okay. Du bekommst deine Zahl. Und ich sehe dich, wenn du heutzutage Fußball spielen würdest, dann sehe ich dich aktuell auf der 8. Achterposition im Mittelfeld, am Zaubern. Boah, ganz heftige Karte, ehrlich. Ganz heftige Karte. Kostet auch schon wieder 800.000. Was? Was bekommst du für Spieler, Mann? Verrückte. Die Version habe ich auch noch nicht gezockt bisher. Ah, der Lern und 2 Stimmen. Ja, den kriege ich schon noch auf 3 irgendwie. Das, ja, korrekt. Danke dir auf jeden Fall. Achter Position. Ja, sehr gerne. Haben die Ehre. Nehme ich mit. Ich gebe dir. Ja, jetzt hatten wir die 4 aber noch nicht. Komm, diesmal nehmen wir die 4, egal was du sagst. Ja, das ist so der Dauerbrenner beim Beifest, geil. Sag ich mal so. Du wirst ihn kennen. Aber ich werde es nicht sagen. Also, die kommt auf die Position an, der könnte Bernardo Silva jetzt sein. Ja, okay. Okay, das war One-Shot. One-Shot, One-Kill. Das war dieser andere One-Shot. Guter Mann. Aber muss ja der Thunderstruck jetzt wenigstens sein, weil Gold ploppt ja nicht mehr auf. Am Anfang war es immer der Goldene, den man bekommen hat sogar. Ja. Ladies and Gentlemen, Danny, jetzt bitte gut festhalten. Du zauberst mir jetzt eine Icon herbei. Die Chance ist, ja, 50%. 50% auf Icon, vamos.
Konzentration bitte. 5 Icons auf der Seite. Ja. Bei dir ist ja eine ganz verrückte Seite. Hier nehme ich dann gebe ich dir die 2. Ah, du Digga. Du hast genau dazwischen gegriffen. Also ja. Aber chemietechnisch merke ich gerade, Freunde, richtig gut sogar. Das ist wichtig. Und dir gebe ich. Was gebe ich dir? Du bekommst meine Lieblingszahl und das ist die. Na, eigentlich ist die 7. Ich gebe dir die 7, komm, meine Lieblingszahl. Nimm sie nochmal. Wow. Ja, hey, die Karte sieht voll geil aus. Korrekt. Ey, hätte ich bei Auswahl gehabt, ich glaube, ich hätte diese Karte genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie überkrass ist, aber sie hat das höchste Rating. Vielleicht auch das. Also, ich darf heute wirklich nicht verlieren, ne? Weil hier kostet jeder mindestens 200k bis 3 Millionen, keine Ahnung. Aber Bruder, diese Karte, ich hab die auch noch nicht gezockt, die sieht richtig geil aus. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Team. Kann auch sein, dass mich das aber jetzt am Ende so full enttäuscht, so in-game, aber ich glaube, die vielleicht können die was. Die letzten 3 Positionen. Ich hoffe, bei dir ist es auch so, dass wenn du verlierst, egal was ich treffe, es brennt und ein paar noch ein bisschen teurer sind. Wir haben eh noch 3 Positionen, wo noch richtig geile Sachen kommen können. Ihr könnt immer noch Millionen Spieler kommen. Oh ja, komm. Danny, jetzt konzentrieren bitte. Bitte, bitte, bitte. Da können die Chance jetzt ist. Chance ist wirklich 40%. 4 Bretter sind da. Komm schon, bitte. Oh, aber bisher bin ich schlecht heute anscheinend. Ja. Okay, ich konzentriere mich, Wo könnten die Bretter sein? Komm, bisher waren immer die Bretter. Sie waren immer da. Sie waren immer auf der 10. Komm. Sagst du 10? Hast du 10 gesagt? Ja. Ja, danke schön. Okay, damit natürlich, wenn ich verliere, F in den Chat. Aber wir machen Meta. Und der wird uns helfen, 100%. Und ich gebe dir... Aber warte, ich bin noch gar nicht auf der Seite. So, jetzt bin ich. Hallo. Ich bin. Was ist das denn? Ich gebe dir die 5. Nimm sie. Ist eine Frau, oder? Tschüss. Ist der wirklich so teuer? Echt? Oder der hat aber auch Stats von einem anderen Stern, ne? Was sind das für Spieler, die ich die ganze Zeit kriege? Was gebe ich dir für Spieler, Mann? Ich bin richtig in der Abo-Falle bei dir drin. Ja, dann durchgehen sie jetzt auch ehrlich alle auf volle Chemie. Warte mal, 1, 2, 3. Alter, meiner ist auch. Alter, wir liegen Hybrid, alle volle Chemie, alles drum und dran. Man denkt, Dings, ich mache SBB oder so. Ich mache eine Challenge, keine Ahnung. Wir machen dieses 40 Millionen SBB bei dir, gell? Ungefähr. Von Junge, ja, also das. Die sind schon alle teuer. Das ist echt, nee, Mann. Das wird so ein verschwitztes Game, das glaubt man gar nicht. Scheiße. Krass, da freue ich mich schon drauf. Jetzt sind es nur noch 2 Positionen. Und ich entscheide mich jetzt erstmal für diese Position. Ich suche Danny. Und. Ich muss noch auf die Position gehen, Digga. Da ist irgendwo Wurm drin. Und ich finde gute Spieler. Zumindest sind. Boah, da ist mein Lieblingsspieler mit dabei. Wenn du mit denen gibst, ist alles gut. Komm. Dein Lieblingsspieler? Bist du ZM oder ist Modric oder? Ja, wo ist die Kamera vorne? Das Ding ist, ich hab Innenverteidiger gesucht und da ist Vidic aufgeploppt. Ich habe kurz gedacht, vielleicht könnte Vidic sein, aber ist halt schon lange nicht mehr aktiv so. Ah, deswegen, mit Modric kommt schon hin. Was gibt's denn hier? Das muss dann auch diese Champions League-Karte sein. Diese Champions League-Karten, die sind immer auf der. Auf der 2, komm. Du sagst so und dann ich denke so 10. 2 ist ein neuer Spieler. Wenn ich ehrlich, ist glaube ich sogar richtig geil von den Stats her. Mal gucken. Dann gebe ich dir die 9 gebe ich dir nochmal, komm. Nimm die auch mal mit. Das glaube ich ist jetzt echt der günstigste Spieler beim Team. Da hoffentlich am Ende der, falls ich verliere, der ich das Kader. Das ist glaube ich der erste unter 100k wert ist. Aber ich glaube, er hat auch volle Chemie. Weil ich habe auch gefühlt mein ganzes Team so ist eine Nation einfach. So richtig. Der hat sogar eine bessere Version, warum habe ich nicht die bekommen? Aber den du mir gegeben hast, der ist gut. Also ich bin sehr zufrieden. Mit dem Team kann man auf jeden Fall arbeiten, was ich habe. Aber ich glaube, deins ist ein Stückchen vielleicht besser. Könnte sein, aber ich habe halt auch eine sehr wichtige Position. Also ich kann noch richtig gebrochen werden, wenn die schlecht ist. Damit fällt mein Team quasi. Das kann ich dir auch spoilern, weil du hast. Oder warte mal. Nee, die hast du nicht. Okay. Hast du gesucht deine Position? Ich gehe drauf und ich suche sie jetzt. Komm schon. 120k wird eingestellt und Yalla, gib ihm. Da sind wieder richtig gute Brecher mit dabei. Sehr gut. Soll ich bei dir zuerst oder bei dir? Bei mir. Ja, sag du mir mal als erstes die Zahl. Du bekommst von mir die 7. Oh mein Gott. 8 wäre noch krasser, wäre halt eher in der besseren Version.
Okay, ich glaube, wir haben dieselbe Position gesucht tatsächlich. Deswegen, ich habe eben ja richtig gehaspelt so. Ich war dumm. Ja. Ich habe vergessen, dass du auch Mittelstürmer in deiner Formation hast. Ich habe ja gerade gesagt, du hast die Position gar nicht. Aber du hast sogar zwei Mittelstürmer und eigentlich lässt man was Offensives immer fürs Ende. Und du hast den Stürmer beim Captain benutzt. Deswegen, ich habe jetzt auch extra so ein paar Sekunden gesucht, bevor du gesucht hast, damit wir... Ich weiß, also falls wir beide Mittelstürmer gesucht haben, weiß ich nicht, wer bei dir wo ist. Weil ich habe extra ein bisschen früher gesucht. Aber ich weiß ungefähr, wer bei dir auf der Seite ist. Falls, Digga, warum mache ich hier so? Am Ende bist du auf einer anderen Position. Ja, Ich gebe dir einfach mal... Ich gebe dir die 5. Die 5 gibst du mir und damit kann ich gut arbeiten. Chemietechnisch wieder wichtig. Dann machen wir bestimmt Meter. Und damit stehen die Teams, Danny. Gut. Und ich war übrigens auf der Rechtsverteidigungsposition. Okay. Aber da kostet auch schon wieder fast 1 Million. Also Team ist sehr teuer, Leute. Team, ich will gar nicht zusammenzählen. Ich habe auch 33 von 33 Chemie sogar ohne Manager. Ich habe absolute Maschinen, die ich voll viele von denen noch nie gespielt habe. Also ich habe richtig Bock irgendwie. Du hast echt stabiles Team, Mann. So, wir gucken rein, was der Gegner so für Spieler bekommen hat. Oh, Keeper. Oh, Van Dijk sogar, der nicht geupgradet ist. Alter, Bro, du hast Mbappé. Ja, mein Team ist wild. Tevez, ich wusste sogar, dass du im Sturm Tevez bekommen hast, anhand deiner Reaktion von mir. Das war klar. Aber dein Team ist geil, du hast schon ein paar gute auf jeden Fall. Eusebio hat mich gerettet, der ist krass. Ja, ich sag Mbappé, ich hätte lieber Ronaldinho oder Neymar bekommen, aber ist auch nicht verkehrt. Das ist halt Cheat, glaube ich, linke Flügel, Captain zu suchen. Oh, ich hoffe, Tevez ist Cheat, Bro. Tevez muss liefern. Ich fand den immer nicht so. Und laufen. Kilion. Guck mal, Taba, wie geil dieser POTM ist, Mann. Das ist so eine geile Karte, ne? Ja, das ist so. Hör auf! Was erlaube ich Struns? Was ist ein Scheißpass? Amadeus. Oh. Bro! Come on! Ja. Nein! Ja, Radetzky zaubert uns. Nein, bitte nicht rot! Oh mein Gott, Digga, ich dachte, ich kann... Hat mich so gefault, gell? Ja, geht nicht mit. Heute nicht 7-0 verlieren, Jungs. Letztes Mal war echt 7-0, ne? Vor Match hat man das im Menü nochmal gesehen. Einfach ohne Gegentor und so. Ich merke schon, Tabak hat heute was vor. Ganz Team stürmt nach vorne und so. Das ist nicht Mamos. Gut. Das ist Salazar, das Broski-Spieler. Ah, stimmt. Jetzt checke ich, Bro. Ich wäre niemals drauf gekommen. Nein! Okay. Ja! Nein! Ey, er schießt dicht. Also, der Torwart war weg und er macht trotzdem in die Mitte des Tors. Lost. Boah, jetzt check ich den noch irgendwie bekommen. Oh, shit. Okay, Mamos, 1-0. Was macht dein Theo? Ich hätte mal gerne seine Lunge, Alter. Der chillt überall bei dir. Check so nicht. Ey! Boah, ich dachte schon. Oh, Theo! Sehr gut. Ja, oh nein. Mein Gott! Ja, nein! Ja. Mit Luft treten und so. Husing. Komm schon! Was? Oh, ich weiß, wo es links ist, aber den kann man rechts auch machen. Warum hast du gekriegt? Danny, warte, der Postbote kommt. Ja, warte mal. Jetzt krieg ich Karma. Jungs. Ich geh Karma! Nein, das war nett, mein Mann! Digga, Puschgas, push dich mal! Noch wichtiger wären 2-0. Zu easy. Nein. Boah, krass gespielt, ey. Geil! Mann! Okay, heute der Bursch, Danny. Dribbling! R1 Dribbling hast du auch durchgespielt. Meine Dame. Meine Löwin. Blocken! Baby! Ja! Wieso? So. Wieso? Ich mach das jetzt ein Konter. Lauf. Ah! Das war Krise jetzt. Nein, oh mein Gott. Du moves den Torwart und die Choke. Boah, was passiert hier? Es ist spannend, gell? Ich weiß, es ist spannend. Mir liegt so ein Tor in der Luft, aber man weiß nicht, für wen alles möglich ist. Aber ich muss ja nicht unbedingt an ihm vorbei, so direkt. Kann mir auch was anderes überlegen. Digga, dreht sich auch dreimal. So. Alles zumachen, Männer. Oh. Nein, Bro. Bro, das nein! Eklig. Das ist eklig. Oh. Das war... Jungs, das ist bitter. Dieses Tor schmeckt nicht so. Du hast Bock in der Mitte. So. Ja, Salazar hat auch Bock. Ja, nein! Oh, Keeper nein. Hast du. Super. Ja, nein! Keeper, hast du was? Wie cool wäre das gewesen? Ran! Nein! Und da geht er. Nein, er kommt nicht ran! Salaseife. Was? Mit Trikänzen? Ja! Let's go! Nein! Oh, komm schon.
Jetzt über die Zeit bringt das Ding. Digga, wie verteidige ich, Jungs? Komm schon. Nicht Danny, die Shop. Ja! Digga! Ja. Mbappé ist so ein Gamechanger, der. Es geht so auf die Eier, der Typ. So eine geile Karte. Der ist so gut. So, letzter Angriff. Plus eins. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja! Was? Gut. Aber ich weiß nicht, ob Verlängerung gut ist, Mann. Ich weiß es nicht. Ich glaub, ja, alles passiert. Du kannst jetzt um 3 Unterschied gewinnen, ich mit 5 Unterschied. Das ist halt immer die Sache. Es kann alles passieren jetzt. Oh Gott. Oh nein, nein. Egal, wie ich anspiele, dann 4 Gegenspieler direkt. Ich hab Bock. Krass. So, hey. Jetzt vielleicht mal Bergkamp. Bergkamp, Bergkamp. Nein, Bergkamp, Bergkamp. Schau mal, Cousin! Ja, plötzlich packt der Dribbling mit Bergkamp aus, Alter. Schwierige Zeiten. Nimm ihn an. Puskas! Ey, ist der krass, Mann. Schau mal. Hätte ich einfach mit einem Tor verloren, alles gut. Jetzt bin ich bei 2 hinten in Verlängerung. Oh, okay, rasiert. Was passiert jetzt hier im 16er? Jo, nein, 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 ich dreh mich zu dir. Nein, er gönnt. Ey, oh was Gott, ist das, Mann? Ehre, Digga, geil. Was eine Grätsche. Und bitte, bitte, nutz doch einmal in deinem Leben dein Tempo. Für mich ein Skandalspieler. Langsam. Nee, der. Nein! Ja! Ey, das ist so krass, was ich für Chancen vergebe, Mann. Das dritte Mal, dass das Theo bei leeren Tor blockt. Schiri. Hey. Hallo, 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 rot. Hallo. Mhm. Aus. GG, Danny. GG. Verlängerung ist ehrlich immer so. Hätte alles passieren können. Aber GG, Mann. GG. Okay, ich habe umgestellt. Mr. Discard in eSports FC24 meldet sich zum Dienst. Und, ich glaube, du wirst Tevez oder mein Eusebio treffen. Aber ich spür's einfach. Ich spür's. Du darfst. Ich bin gespannt. Ich bin die ganze Zeit überlegen, welche Position ich nehmen soll, aber ich bin mir gar nicht sicher heute. Ich nehme. Komm, ich nehme den rechten Innenverteidiger und den rechten Verteidiger. Du hast. Ey, es fühlt sich an wie ein Prank, Mann. Du triffst meinen teuersten Spieler aus dem Team. Was redest du? Der kostet genauso viel wie Eusebio. 1,1 Millionen Tevez, 210.000 Trippier. Es gehen wieder 1,3 Millionen Coins über die Theke. Das ist crazy. So es ist so krass, Freunde. Wo war er? Innen oder außen? Innen war Innenverteidiger war Tevez. Rechts Innenverteidiger. Es ist. Also wirklich. Was? Ich fühl mich voll verarscht. Ich hatte wirklich seit langem keine Folge mehr, wo ich quasi nichts abstoßen musste, so mäßig, weißt du? Nee. Wo ich mal so ein Bronze-Spieler oder so ein 10k-Spieler gegangen ist. Ich bin da. Ja, geht bei dem Format auch nicht, aber hätten ja 2 sein können, die so 100k kosten. Das wäre noch entspannter gewesen als 1,3, 1,4 Millionen. Ja, ja, also ich bin ehrlich krass momentan im Snipen. Letztes Mal war das bei Wakes auch so. Wakes musste auch Tevez abstoßen. Einfach im letzten bei First Guy bei mir wurde auch der Tevez von Wakes. Genau dieselbe Karte. So krass. Oh Mann, 1 Million Coins plus noch 200.000. Ne, 1,3 Millionen. Ey, bei mir ist wirklich die Scheiße am Schuh. Es ist der Wahnsinn. Ich pack die 2 in SBC und dann sehen wir uns gleich wieder. SBC ist ready zum Abgeben. Trippier und Tevez sind drin, Freunde. 1,3 Millionen Euro. Münzen. Boah, 1,3 Millionen Euro wäre gut für Finanzamt. Geben wir ab, die 2 Lümmel und hasta lista, Baby. Haben wir Spaß gemacht, super. Leute, ihr wisst, was ihr tun müsst. Einfach eskalieren mit den Likes, mit dem Support, mit den Kommentaren. Ihr habt genau gesehen, wenn die Price Bench noch einmal 1 Millimeter hochgesetzt wird, dann stehen hier nur noch Spieler auf dem Platz, die was weiß ich wie viel kosten. Das ist echt crazy. War ein geiles Video. Macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, Freunde.